Willkommen zurück. Wir befinden uns im Arbeitsblatt Grenzwerte von Folgen und im Fenster Monotonie-Kriterium. Was du bereits wissen solltest, ist, was eine beschränkte Folge ist. Und wir werden jetzt sehen, was das Monotonie-Kriterium über Grenzwerte beschränkter monotoner Folgen aussagt. Wir nehmen an, dass wir eine Folge AN haben und diese Folge ist monoton wachsend und beschränkt. Dann besagt das Monotonie-Kriterium, dass diese Folge einen Grenzwert hat. Und zwar ist dieser Grenzwert die kleinste obere Schranke der Folge. Die kleinste obere Schranke der Folge wird auch Supremum der Folge genannt. Und wir können die Voraussetzung, dass die Folge monoton wachsend und beschränkt ist, durch die Voraussetzung, dass sie monoton fallend und beschränkt ist. Dann bekommen wir wieder einen Grenzwert, aber diesmal handelt es sich nicht um die kleinste obere Schranke, sondern um die größte untere Schranke der Folge. Die größte untere Schranke der Folge wird auch Infimum der Folge genannt.